Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhafts. Eine weitere Folge von Peters Krieg. Wir sind schon bei Folge 42. Normalerweise mache ich ja kaum ein Intro davor, weil ihr wisst ja immer, was kommt. Kurzer Vorspann, dann einmal der Rückblick und dann kommt die neue Folge. Und ich habe heute mir mal gedacht, ich mache doch mal einen kurzen Vorspann davor, weil einmal will ich ja nochmal die 100.000 Abonnenten feiern. Und das ist ja auch nur ein großer Anteil von euch, die immer Peters Krieg sich anschauen und anhören dabei. Und deswegen nochmal vielen Dank auf diesem Wege. Und wie schon gesagt, diesem Kurzvideo, es kommt ja nochmal ein großer Livestream mit tollen Sachen, die wir vorhaben. Das aber dann später. Was ich noch erzählen wollte, ganz fix, wir sind ja nun schon im Februar 45, also so richtig viel Peter kommt da nicht. Und ich will euch nur mal darauf vorbereiten, dass das nicht mehr allzu viele Folgen sein werden, aber wie alles geht alles ja auch mal zu Ende. Also ein bisschen was ist noch, aber ich denke mal, ich weiß jetzt nicht genau, 5, 6 Folgen und dann ist auch, glaube ich, vorbei. Und dann müssen wir uns einem neuen Thema widmen. Ich habe da ein bisschen was im Köcher schon, ein paar Tagebücher, die mir in der Zeit zugeschickt worden sind. Und da gehen wir dann ran. Aber ich will nicht zu viel verraten. Noch eine Sache habe ich, und zwar werde ich immer wieder gefragt nach Fotos von Peter oder von Rudolf, wie auch immer. Und da gibt es ja nichts. So, und einige Leute stellen sich natürlich vor, wie das aussehen könnte. Und jetzt hat der Kai, das ist ein Modellbauer, hat mir irgendwann auf Instagram mal geschrieben, Mensch, Peter und Rudolf stelle ich mir so und so vor. Und hat dann ein Modell gebaut und das so ein bisschen in die Richtung, ja, ich würde sagen, finalisiert und hatte gemeint, dass so stellt er sich das vor. Und habe ihn gefragt, Mensch, kann ich das nicht mal zeigen hier, wie du dir das vorstellst? Und das, was ihr gleich seht, das sind halt, oder ist das Modell von dem Kai, wie er sich das vorstellt. Gut, das Divisionsabzeichen am Panzer stimmt nicht, das ist aber nun einfach Schmuck am Nachthemd. Aber trotzdem hat ja jeder in seiner Fantasiewelt so ein eigenes Bild von den beiden. Das zeige ich euch jetzt nochmal und dann geht's los mit Peters Krieg, Folge 42 für euch von mir. Bis dahin wünsche ich euch, ja, gute Unterhaltung. Bis dann. Der Sherman rollt weiter rum und zeigt uns nur die Front, fährt aber rückwärts und versucht, in den Wald zu entkommen. Aber das hätten die ja gleich machen können, wenn der Waldrand, an dem die Brüder vorher standen, nicht ein ansteigender Hang gewesen wäre. Der Richtschütze von Knutskes Panzer wartet ab und schießt dann dem Sherman die Kette runter. Der Panzer stoppt nicht gleich, sondern dreht noch auf der Stelle. Jetzt steht er für uns günstig und bekommt einen Volltreffer, der scheinbar den Turm durchschlägt. Die Luken fliegen auf und ein Feuerstrahl steigt gen Himmel. Ich klopfe dem Kommandanten auf die Schulter und gratuliere zu den 3 Abschüssen. Schlimm nur, dass wir die US-Panzer schon hier zu sehen bekommen. Ich weiß nicht, wie viele die Russen schon bekommen haben, aber scheinbar genug, um die hier einzusetzen. Na, wenn die aber so mit den Dingern umgehen, ist es für uns ja noch einfacher, die Brüder auszuschalten. Ich klettere runter und gehe zurück zu meinen Leuten. Die hatten schon spitz gekriegt, was los war, und freuen sich heute Abend auf den Abschussschnaps. Also bleiben wir vorerst hier und lassen die Aufklärer weiter vorfahren. Wir sind gerade dabei, ein paar Brote für uns zurechtzumachen. Da kommt mal wieder ein Artillerieüberfall und diesmal mit voller Wucht auf die Ortschaft. Ich hoffe, die Bewohner verschwinden schleunigst im Keller. Wir werfen uns schnell unter den Panzer und warten den Segen ab. Wenigstens habe ich meine Brote mitgenommen und liege nun unter der Wanne, verspeise meine Abendverpflegung. Eine halbe Flasche Wein hat sich noch dazu geschmuggelt und die lassen wir nun kreisen. Ist schon komisch, zwischen den Einschlägen und den Splittern, die umhersausen, liegen wir hier in dem gut ausgepolsterten Erdloch mit dem Stahldach und trinken ein. Das wird uns später keiner glauben, aber es ist halt so. Es könnte schlimmer sein. Wenigstens greift der Russe nicht an, und wir haben noch etwas Ruhe. Die Grenadiere sichern die Ortschaft ab, nachdem auch der letzte Russengruß verklungen ist. Schlafen wir selig ein. Gegen Mitternacht wird es uns dann doch zu kalt und wir klauben uns aus den Decken
und ziehen zu einer anderen Besatzung in eine Hütte, die zwar nicht viel Platz, aber eine angenehme Wärme hat. So können wir dann doch bis 5 Uhr schlafen, dann ist schon wieder weg. Um 6 Uhr sollen wir schon wieder los, die nächsten beiden Orte besetzen und die südliche Flanke von Budapest aufreißen. Dann sollen wir den Russen endgültig vertreiben. Ich hoffe, das klappt. Nach einem kargen Frühstück und kurzer Lagebesprechung rollen wir wieder los. Immer noch die Donau östlich von uns und im Norden Budapest. Mit Schal und Fellmütze stehe ich im Turm und schaue den Schneeflocken zu, wie die sich langsam auf den Panzerstahl setzen. Ein schönes Bild, wenn es dazu noch Frieden wäre. Es ging zwar voran, aber die Nachrichten wurden immer schlechter. Als gepanzerte Gruppe waren wir noch auf dem Weg nach Budapest, doch mussten wir immer weiter nach Westen eindrehen, um den Gegner aufzufangen und zurückzudrängen. Die Marschgeschwindigkeit ging bergab, weil die Fahrzeuge endlich mal wieder in die Inspektion mussten und wir lieber schonen fuhren. Ohne Pflege und Wartung wird das eben nicht besser. Mittlerweile ist der Januar schon fast vorbei und wir müssen uns auf eine Ortschaft mit dem Namen Kislang konzentrieren. Unser Panzer und die Besatzung sind schon an die Grenzen gegangen und es kann sich nur um Tage handeln, bis wir technische Ausfälle bekommen. Die Männer hegen und pflegen unsere Raubkatze gut, aber die langen Märsche machen den Motoren wirklich zu schaffen. Wir sollen in einem Waldstück unterziehen. Mit 4 Kampfwagen sollen wir den Ort flankierend angreifen, um die Verteidiger dann vom Hauptstoß der gepanzerten Gruppe abzulenken. Immer wieder im Freien schlafen. Das geht langsam an die Substanz. Wir rollen auf den Wald zu und mit uns kommt noch ein SPW mit Granadieren, die für uns die Nahsicherung übernehmen werden. Wir sind hier gut gedeckt vom Rest der Umgebung und in der Ferne hören wir Artillerieschläge und ganz minimales Infanteriefeuer. Dazwischen hat dann einzelne MGs und auch leichte Flakes zu hören. Hier ist schon schwer was los. Plötzlich rattert das MG, das SPW neben uns los und reißt mich aus meinen Gedanken. Ein Feuerstoß, wieder einer, dann noch ein Feuerstoß, dann Stille. Ich suche Ziel und bin dabei im Turm tief abgetaucht. Über Funk fragt unser Funker, was denn nun schon wieder los sei. Ich schiebe mich wieder aus dem Turm, schaue entgeistert auf den Oberfeldwebel am MG drüben. Der grinst und winkt, zeigt dann Richtung Westen. Auf dem Feld vor uns liegen dampfend 4 oder 5 große Wildschweine. Bestimmt 5 weitere Brocken jagen noch wie der Teufel über den Acker links von uns. Ich rufe dann erbost herüber, Sie Blödmann, sagen Sie doch Bescheid, Himmel, Herrgott. Entschuldigung, Herr Oberleutnant, aber da konnte ich nicht widerstehen, das gibt heute Abend was Feines. Na, recht hat er ja. Wir rollen in den Wald hinein und warten, dass der Schützenpanzerwagen nachkommt. Die müssen auch die Schweine aufladen, feigst Rudolf. Nachdem die frohe Kunde die Runde gemacht hat, meint Rudolf auch noch, wir sollten dem Tross davon bloß nichts stecken, sonst bringen die uns heute Abend gar nichts zu futtern. Wenn die überhaupt kommen, entgegne ich dann. Die finden uns bestimmt nicht, meint dann der Fahrer. Also absolute Funkstille, das können die Lanzer, schweigen wie ein Grab. Die letzten Befehle kommen rein. Wir machen uns in einer Rundumverteidigung fertig für die Nacht. Es sind noch gut 20 Kilometer bis zum Ort, den wir morgen angreifen sollen. Hier ist keine Feindbewegung gemeldet, also stimmt der Kampfgruppenführer zu, ein Feuer für die Wildschweine zu machen. Wenn der gemeine Soldat auch manchmal mürrisch ist und bei der Erledigung unliebsamer Aufgaben gerne mal eine Aufmunterung braucht, kann es bei der Futterherrichtung nicht schnell genug gehen. In Windeseile sind große Löcher ausgehoben, mit Holz und allerlei gefüllt, Sichtschutz aus Ästen wird hergestellt. Ein großer Kessel, wo auch immer der herkommt, ist schon mit Wasser, Grünzeug und Kartoffeln gefüllt. Innerhalb einer Stunde kocht schon die Wildschweinsuppe und das Fleisch schmort in Erdöfen und über dem Feuer. Es verbreitet einen sehr guten Geruch. Läuft ja wie am Schnürchen hier, meint einer der Offiziere und bittet uns Kommandanten dann zur Besprechung.
Ein Panther hat die Kanone auf 3 Uhr gedreht und die Männer haben ein großes Überwurfzelt aufgespannt. Ein Tisch mit einer Lagekarte, eine kleine Laterne und ein paar Baumstämme als Sitze sind auch bereitgestellt. Hervorragend. Das ist mal ein Luxus in diesem Wald. Die Karte verheißt aber nichts Gutes. Der Russe drückt an der Donau und wir sind schon in der Nähe vom Plattensee. Nachschub sieht schlecht aus. Wenn alles in die Hose geht, gehen wir von hier aus auf die Margaretenstellung zurück. Noch ist es kalt und die Wege hart genug für die Panzer. Wenn erst der März kommen wird und wir dann immer noch hier stehen, dann versinken wir im Schlamm und die Front steht still. Der Angriffsplan wird geschmiedet. Wir werden mit den 4 Kampfwagen durch einen Hohlweg angreifen und dann einen Riesenrabatz machen. Laut Aufklärung sind die Geschütze dort gen Osten ausgerichtet, da der Russe aus der anderen Richtung scheinbar keine Gefahr vermutet. Kann ich nicht so richtig glauben, aber gut. Wir sind zweites Fahrzeug und haben den Bereich 11 bis 12 Uhr abzudecken. Wir sind der Köder. Wenn die im Ort dann ins Straucheln geraten, greift der Rest von Osten her an. Na dann ist ja alles klar. Betriebsstoff und Munition wird bis morgen reichen. Sobald wir dann im Ort sitzen, muss aber schleunigst nachversorgt werden. Wir sind fast fertig und eine Flasche Weinbrand und Gläser werden von einem Obergefreiten auf den Tisch gestellt. Unser Kampfgruppenführer hält eine kurze, aber schneidige Rede, die mich an die Anfangszeiten des Krieges gegen die Russen erinnert. Nun sieht die Wahrheit doch etwas anders aus, aber was soll man sagen? Trübsalblasen ist nicht unser Weg. Ein paar aufmunternde Worte für den nächsten Tag und dann wird es schon passen. Ich schaue nachdenklich in die Runde. Die Männer, die hier stehen, haben schon so einiges hinter sich. Gesichter, die der Krieg hat altern lassen. Narben zeugen von den geschlagenen Schlachten und kaum einer trägt noch seine schwarze Panzerjacke mit Orden behängt zur Schau. Jacken in Tarnmustern verschiedenster Art oder auch Beutestücke, gerade so mit Dienstgradabzeichen versehen, dass man erahnen kann, ob es sich um einen Offizier oder Unteroffizier handelt. Doch da machen wir hier kaum einen Unterschied. Wir kennen uns alle schon länger, die Form wird nur selten gewahrt, denn es ist eben was anderes, ob man auf dem Kasernenhof drillt oder als Kampfgemeinschaft gegen die feindliche Übermacht fährt. So ist es eine ganz besondere Kameradschaft, denn der Kampf für den Kameraden neben einem ist ein Band, das nur schwer zu durchtrennen ist. Mit dem zweiten Glas werde ich aus meinen Gedanken gerissen. Da kommt Rudolf in das Zelt und meldet dem Hauptmann, dass die Sau fertig ist. Ich muss grinsen. Der Hauptmann lacht und meint dann, na Petersen, dann wollen wir mal dabei gehen, was? Also schlendern wir zum improvisierten Kantinenbereich und ich muss sagen, die Männer haben sich selbst übertroffen. In der kurzen Zeit, das so hinzubekommen, Hut ab. Naja, es sind halt gute Männer und auch einige vom Lande, die wissen eben, wie es geht. Wir holen uns unseren Teil und machen es uns bei unserem Panzer gemütlich. Gar nicht so kalt heute und kaum Wind, das kann man aushalten. Alle essen in Ruhe und genießen das leckere Wildschwein. Rudolf will dann auch wissen, wie es morgen vorangehen soll. Die Männer rücken näher heran und lauschen auf das, was ich erzähle. Es wird genickt und es gibt keine Einwände, wie sollte es auch anders sein? Doch dann sagt Rudolf noch in die Runde, also kein Spähtrupp. Wenn die da doch auf Zack sind, wird's schmutzig. Ich winke ab und meine nur, schneid dich ran an die Marie, so machen wir es. Die Nacht verläuft ruhig und mit kleinen Unterbrechungen von Bombern, die uns aber in Ruhe lassen, und vereinzeltem Geschützdonner. Sonst nichts weiter, was einen beunruhigen könnte. Um 5 Uhr sind wir schon wieder auf und bereiten alles vor. Kaffee wurde auch gemacht, schmeckt nicht gut, aber hilft. Noch ein Kantenbrot dazu und da sieht die Welt schon wieder anders aus. Die Grenadiere sehen müde aus, haben sich die Nacht um die Ohren gehauen, um uns mögliche Störenfriede vom Leibe zu halten. Dafür bleiben die nachher zurück und stoßen erst nach, wenn wir den Ort von der Flanke aus eingenommen haben. Um 8 Uhr sollen wir vorstoßen. Die Hauptstreitmacht greift 20 Minuten später an, aber von der anderen Seite. Wir rollen los. Erst noch hintereinander und dann 2 Kilometer von dem Ziel an einer Senke bleiben wir vorerst stehen.
Das Gelände wird sondiert. Der Ort ist in Sicht. Und wir suchen mit den Gläsern den Ortsrand ab. Mir fällt weiter nichts Verdächtiges auf. Einige Schornsteine qualmen. Und man sieht vereinzelt Russen über die Felder schleichen und zu den Hütten am Ortsrand gehen. Keine hektischen Tätigkeiten. Die wissen nicht, dass wir kommen. Letzte Besprechung. Dann tickt die Uhr unaufhörlich weiter auf den Angriffstermin. Noch 30 Minuten. Ich stehe am Wagen und wir unterhalten uns über die Donaugeschichte mit den Schiffen und die großen Sturmgeschütze, die uns beinahe ausgeschaltet haben. Die Boote auf der Donau. Ja, Marine. Immer warm und trocken. Alles dabei und nichts mit Kaltverpflegung oder Regen, der einen beim Schlafen weckt. Die haben es eben gut. Unser Fahrer meint aber dann, dass die Männer auf der Bismarck das ja auch ganz behaglich hatten, bis es dann in das kalte Seemannsgrab ging. Also viel Stahl schützt doch nicht immer. Ja, was eine Tragödie, darf man nicht drüber nachdenken. Plötzlich Aufregung. Mehrere Russen-Lkw werden gemeldet und fahren in ruhigem Tempo auf die Ortschaft zu. Im Fernglas deutlich zu erkennen, sind Packgeschütze angehängt. Die bekommen Verstärkung, Sauerei. Der Kampfgruppenführer meint, wir müssen jetzt angreifen. Wenn die erstmal in Stellung gehen, wird das hier nichts mehr mit uns. Über Funk wird durchgegeben, dass wir angreifen. Schon rollen die ersten Panzer los. Wir fehlen uns in die Reihe ein und durch den Hohlweg bis auf 600 Meter an den Ort heran. Das ist ein gut gedeckter Weg und ich hoffe nicht, dass der Iwan hier noch ein paar Minen verlegt hat. Aber wir kommen voran und immer dichter an das Dorf. Jetzt müssen die uns eigentlich schon hören. Der Hohlweg endet und wir fächern auf. Rudolf dreht den Turm auf 11 Uhr und sucht Ziele. Nicht zu sehen, kommt über den Bordfunk. Ich sitze im Turm und habe mein großes Fernglas an den Augen. Der Acker ist doch etwas uneben und man kann kaum einen Punkt am Ort fixieren. Der Panzerkeil schiebt sich vorwärts und wir sind schon auf 500 Meter ran. Da knallt es und mehrere Blitze schlagen aus dem Ort heraus. Saubande, also doch Pack. Und wir haben überhaupt keine Deckung. Alle Panzer stoppen und winkeln leicht an. Gebäude mit Feindpack vermutet, gibt Rudolf durch. Ich will gerade Feuererlaubnis geben, da bellen die anderen Pantherkanonen schon los. Der erste Feuerschlag der feindlichen Kanoniere lag gut, aber nicht gut genug. Alle Schüsse gingen vorbei oder waren zu kurz. Jetzt müssen wir handeln, aber schnell. Der Funker brüllt raus. 2 Schuss pro Panzer und dann Vollgas auf den Ort zu. 1 und 4 sichern, 2 und 3 ziehen schnell vor. Ich gebe es weiter und schon bricht der Schuss und die Sprenggranate jagt in eine Hauswand und lässt das Dach hochwirbeln. Schon knallt es wieder. Die feindlichen Geschütze haben nachgeladen und versuchen den zweiten Schuss. Der führende Panther wird vollgetroffen. Der qualmt und die Luken gehen auf. Scheinbar brennt er. Der Fahrer versucht noch, den Wagen wieder anzuwerfen. Der Panzer ruckt noch 2-mal ein paar Meter vor, dann ist da auch Feierabend. 4 Mann klettern raus und rollen sich hinter den Panzern Deckung. Der Hauptmann war nicht dabei. Nun habe ich den Kopf schon lange eingezogen und versuche etwas zu erkennen. Der zweite Schuss hämmert in die Gebäudereihe und eine Explosion zeigt an, dass Rudolf irgendwas getroffen hat. Also, letzter Befehl zählt, alles was drin ist. Wir greifen an, rufe ich in den Bordfunk. Und schon ist wieder ein Abschussblitz zu sehen. Das Geschoss schlägt vor uns in den Boden und Splitter und Steine werden gegen den Wagen geworfen. Wir drehen leicht an, um dem Richtschützen da drüben das Leben schwer zu machen. Der zweite Panzer wird getroffen. Funker meldet, Wagen 3 brennt. Besatzung steigt aus. Na fein, nur noch zu zweit. Das bringt nichts. Ich lasse halten und gebe an den Fahrer, dass wir auf der gleichen Spur zurückrollen sollen, bis wir hinter dem Führungspanzer Deckung finden. Wer nicht bald die andere Gruppe zuschlägt, machen die uns hier zur Sau. Rudolf brüllt, Pack in Scheune, ich kann das Rohr erkennen. Feuererlaubnis. Und schon zischt das Geschoss in die Scheune. Zu hoch, kann ich gerade noch so erkennen, aber ein Stützbalken oder ähnliches wurde getroffen und die Front der Scheune sackt herunter und hoffentlich ist die Pack darunter nun zertrümmert. Und wieder saust ein Geschoss an uns vorbei. Der letzte Panzer von uns hat sich zur Seite weggezogen und feuert immer wieder auf die Häuserreihe. Das wird nicht gut gehen und wie auf Kommando kriegt der Kameradenpanzer einen Turmtreffer und die Munition setzt sich um. Der Turm wird aus den Angeln gehoben und bleibt schief auf der Wanne liegen. Flammenschlag aus dem Kampfraum. Keiner der Kameraden kommt heraus. 3 Panzer im Eimer und wir hier auf dem Präsentierteller.
Zwei Besatzungen und möglicherweise Verletzte auf dem Acker neben uns. Wir müssen zurück. Nebelkerzen oder vielleicht reicht der Qualm vom abgeschossenen Panzer auch aus. Dann setzt auch noch Granatwerferfeuer ein und die Einschläge liegen sehr nahe. Verdammt nochmal, hier kommen wir nicht mehr raus.